Insider. Die besten Journalisten zu den spannendsten Themen des Tages. Was steckt hinter den News? Was ist noch geheim? Was ist wahr an den Gerüchten? Die Insider zu den Themen des Tages. Nur auf OE24TV. Willkommen beim heutigen Insider. Schön, dass Sie zugeschaltet haben. Ich habe heute wieder zwei spannende Insider bei mir im Studio. Ich darf begrüßen die ehemalige Gesundheitsministerin Andrea Gdolski. Herzlich willkommen. Guten Abend. Und den PR-Berater Stefan Petzner. Herzlich willkommen. Guten Abend. Ja, wir sprechen gleich zum Thema des Tages, nämlich die ORF-Steuer, die natürlich für viele erzürnte Gemüter sorgt, Land auf, Land ab. Vor allem bei der FPÖ, die hat das heute zum Thema ihrer dringlichen Anfrage im Nationalrat gemacht und da auch gleich der Ministerin das Misstrauen ausgesprochen. Ja, diese Mittel mit dieser dringlichen Anfrage und dem Misstrauensvotum, die kennen wir ja, hat jetzt nicht das Ergebnis gebracht, das man sich vielleicht von der FPÖ gewünscht hat. Aber reden wir mal über diese neue ORF-Steuer selbst, Frau Gdolski. Als Dame beginne ich bei Ihnen. Diese ORF-Steuer, die ist ja eigentlich, ja, am Anfang hat es ja geheißen, das wird dann gleich direkt vom Budget abgezweigt. Jetzt sollen es dann aber doch wieder die Bürger zahlen und diesmal alle Bürger des Landes. Sorgt natürlich für große Proteste, die Mehrheit ist dagegen. Was halten Sie von diesem Mittel der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Also in dieser Form gar nichts, aus dem einfachen Grund, weil wir viele, viele Schritte zu tun hätten, um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk einmal zu sanieren und dorthin zu führen, wo er hingehört. Ich glaube, es ist obsolet, darüber zu diskutieren, ob man öffentlich-rechtlichen Rundfunk braucht oder nicht. Ich bin sehr dafür, denn ich denke, er hätte wirklich einen Bildungsauftrag und es gibt zweifellos auch Serien, ich denke da an Universum und viele andere, auch Informationssendungen, die sehr wesentlich und sehr wichtig sind und die ich, glaube ich, in diesem öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehen möchte. Faktum ist aber, wir haben schon das Problem mit GIS gehabt und der Hintergrund war weniger, dass man nicht wollte, dass es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, sondern dass es innerhalb der Struktur, und das sage ich jetzt auch als Unternehmensberaterin, katastrophale Situationen gibt, dass man hier Prozesse verbessern kann, dass es einen Nepotismus gibt, der sich gewaschen hat, dass es hier Überzahlungen gibt im Gehaltsbereich, die enorm sind und letztendlich auch keine wirkliche Aufsicht dahinter ist. Das heißt, bevor ich Veränderungen in der Finanzierung mache, muss ich einmal wissen, was ich überhaupt einnehmen muss, wenn ich alles saniert habe. Das ist die eine Seite. Und die zweite, ganz kurz noch, ich glaube, dass es zunehmend immer mehr Menschen gibt, die vielleicht auch nicht ORF 1 und ORF 2 und ATV schauen und die das auch nachweisen können. Ich kenne inzwischen auch in meinem Bekanntenkreis und zähle mich selber ab in ein paar Monaten dazu, Menschen, die eben nicht mehr fernschauen in diesem Sinne, die, weiß nicht, Netflix-Serien sich anschauen und die ihre Informationsgrundlagen auch von woanders herholen. Mhm. Und das fände ich dann nicht richtig, dass das über alle drüber gestülpt wird, egal ob sie es verwenden oder nicht. Ich meine, das ist so eine Zwangssteuer, die ich dann nicht wirklich nachvollziehen kann. Herr Petzner, als Kommunikationsprofi, der auch international viel unterwegs ist, wie sehen Sie diese ORF-Steuer, dass wir jetzt alle zwangsbeglückt werden? Ja, in Deutschland gibt es auch diese Haushaltsabgabe. Dort wird es über die Energieversorger eingehoben. In Österreich ist einmal schon völlig offen, wie das verrechnet werden soll an den einzelnen Bürger. Die Energieversorger sagen schon, wir können das nicht. Da geht es ja auch um Daten und Datenschutz. Ich persönlich bin für die Finanzierung aus dem Budget heraus und Umfragen zeigen auch, dass eine klare Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher für die Finanzierung aus dem Budget und gegen die Haushaltsabgabe ist. Ich meine aber grundsätzlich, ja, grundsätzlich müssen wir die Frage stellen, wollen wir in dieser Zeit noch einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Ich sage gerade jetzt, ja, wo immer mehr Falschinformationen kursieren, ja, wo Facebook und so weiter Fake News verbreiten, brauchen wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk umso dringender. Aber dazu gehören einige Punkte. Der ORF hat zum Ersten ein systemisches Problem, ja, nämlich er ist
zu fett und zu aufgebläht. Ja? Du hast oben die ganzen Manager, Abteilungsleiter, da gibt es unglaublich viele Posten, die fett abkassieren. Und du hast unten die kleinen Mitarbeiter, die mit Billigverträgen abgespeist werden. Das ist eine absolute Schieflage. Und das Zweite ist, dass man ja, einmal entscheiden muss, was wollen wir vom ORF überhaupt? Was erwarten wir uns vom ORF? Wie kann eine Zukunftsvision vom ORF ausschauen? Es gibt im Gesetz einen eigenen Programmauftrag für den ORF. Es gibt einen eigenen, es gibt eigene Grundsätze, die im Gesetz festgeschrieben sind und die der ORF einzuhalten hat. An die hält er sich derzeit nicht. Er bricht damit das ORF-Gesetz. Ich bin daher auch dafür, dass diese Regeln, diese Pflichten, vor allem im Bereich der Politikberichterstattung, im Gesetz engmaschiger formuliert werden, damit wir nicht mehr diesen Linkstrahl in der Berichterstattung haben, sondern wirklich eine unabhängige, objektive, neutrale, sachliche Berichterstattung, wie es im ORF-Gesetz auch definiert ist. Nur hält es keiner ein. Ich denke zum Beispiel an den Armin Wolf. Ja. Mhm. Frau Kdolski, es gab eben jetzt, wie gesagt, wurde auch angesprochen, der Vorwurf, es soll vom Budget direkt abgezweigt werden. Da würden zumindest die Menschen das nicht direkt spüren. Wäre vielleicht auch in dieser aufgeheizten Stimmung die bessere Variante. Aber da wird immer argumentiert, ja, aber dann kann man die politische Einflussnahme nicht mehr ausschließen. Wie sehen Sie denn das? Naja, ich glaube... Wie genau, der Kollege Betzner ja gesagt hat, ne? Die soll es ja. Ja nicht geben. Also das heißt, aber wenn man sagt, wenn es zum Budget kommt, dann... Na klar, aber ja. Wenn ich trotzdem eine gesetzliche Regelung habe, dann kann ich ja nicht politisch eingreifen oder schon. Das ist ja etwas, was ein bisschen auch die Moral wäre, zu sagen, was bedeutet das, einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit einem Bildungsauftrag zu haben. Würde auch im Gesundheitswesen gut tun und die Informationssituation im Gesundheitswesen verbessern, hätte vielleicht in den letzten 2 Jahren der Pandemie einiges besser gemacht und einige Möglichkeiten geschaffen, die wir so nicht gehabt haben. Aber Faktum ist, ich persönlich glaube, und das muss man sich immer vor Augen halten, irgendeine Finanzierung muss es geben. Nur zu glauben, dass das Budget nicht von uns kommt, ist natürlich auch etwas, was völlig falsch ist, weil von woher kommt das Budget? Das Budget kommt von Ihren, meinen, deinen Steuergeldern. Und letztendlich ist es nicht so, dass irgendwo eine undurchsichtige Quelle da ist, die das Geld einfach sprudeln lässt. Wie auch immer, das Geld wird von den Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern gebracht und daher wird dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk, wenn wir ihn wollen, auch von den Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern gezahlt. Mhm. Die Frage ist jetzt, wie? Und das ist natürlich etwas, wo man schauen muss, wie belaste ich momentan die Leute am allerwenigsten? Weil eins möchte ich da schon, auch wenn es nicht ganz herpasst, sagen, wir sind in einer Situation, heute große Schlagzeile, die Schuldnerberatungen sind überlaufen, die Menschen können nicht mehr, es ist die Energie gestiegen, es sind die Indexanpassungen, 3 an der Zahl, glaube ich, für die Mietwohnungen. Es ist Lebensmittel inzwischen so weit, dass ich sage, man muss fast lachen, wenn man sich anschaut, dass Öl 80% teurer geworden ist. Das ist mir, und ich bin jetzt 60 Jahre alt, eigentlich nie in dieser Form mit dieser Inflation passiert oder ich habe es nie gesehen. Und in dieser Situation jetzt zusätzliche Belastungen zu schaffen, ist natürlich unmöglich. Das heißt, wenn wir etwas machen, ja, natürlich das Budget oder aus dem Budget. Ich persönlich glaube, wenn es entsprechende gesetzliche Regelungen, wie Kollege Betzner gesagt hat, gibt, dann kann da keine Einflussnahme passieren. Aber letztendlich warne ich immer davor, zu glauben, dass das Budget etwas ist, das uns nichts angeht. Wir zahlen es trotzdem. Ja, auf jeden Fall. Es wird ja auch mehr sein. Also 792 Millionen würde man da bei 4 Millionen Haushalten einnehmen. Das wäre ein Plus von 130 Millionen. Also anstatt zu sparen, hat man sich jetzt, würde man sich da noch mehr Geld verschaffen. Aber vielleicht auch die Kritik heute der FPÖ, die Sie heute sich auch verfolgt haben, die heißt ja auch, man hat diese Medienreform, diese ORF-Reform total versemmelt. Man hat eben verabsäumt, hier etwas zu reformieren und man nimmt einfach nur mehr Geld und tut gar nichts. Wie kann das eigentlich durchgehen in diesem Staat, dass so etwas möglich ist, dass ein Unternehmen, das eigentlich sanierungsbedürftig ist, nicht saniert wird? Ich habe es eh schon gesagt, man muss wahrscheinlich das ORF-Gesetz neu machen. Es wird auch, ja,
sogar notwendig sein, wenn man diese Haushaltsabgabe macht. Die Finanzierung muss ja im Gesetz also definiert sein. Ich nenne nur eine Zahl nicht. Sie haben jetzt gesagt, wie viel der ORF braucht. Der ORF soll jetzt 300 Millionen Euro einsparen in den nächsten 2 Jahren. Ich stelle dem eine Zahl gegenüber. Alleine für zusätzliche Pensionsleistungen, ja? Das heißt, zusätzliche Luxuspensionen über ORF-Gelder finanziert, mussten Rückstellungen in Höhe von 118 Millionen geleistet werden und Abfertigungen in Höhe von 154 Millionen sind fällig. Das sind in Summe 270 Millionen Euro. Das heißt, das muss man sich mal vor Augen führen, es geht um eine Einsparung von 300 Millionen Euro. Da sind schon 270 Millionen drin, die unnötig verschwendet werden. Luxuspensionen sind gerade in der heutigen Zeit, in der problematischen, wirklich nicht mehr gefragt. Vor allem geht es nicht, dass die Leute in so einer schwierigen Zeit das alles finanzieren sollen. Und was macht man aber in Wahrheit? Man geht den einfachsten Weg und kürzt das Programm. Das Programm wird immer schlechter und die Gagen steigen. Ja? Und der ORF hat vor allem auch in der Programmentwicklung ein Riesenproblem. Der ORF schafft es nicht mehr, selbst Programme zu entwickeln. Der letzte Erfolg des ORF war eine gewisse Wurst. Ja? Und das letzte erfolgreiche Format, das der ORF selbst entwickelt hat und erfolgreich die Lizenzen verkaufen konnte, bis in die Türkei, ist vor über 20 Jahren her. Das war die Reality-Show Taxi Orange, falls sich noch wer daran erinnern kann. Heute kauft man alles zu. Dancing Stars wird zugekauft, die Lizenz zugekauft. Ein fertiges Produkt, das man direkt übernimmt von der britischen BBC, die dieses Format erfunden und entwickelt hat. Die Millionenshow hat man die Lizenz erworben. Wer Deutschland ja auch und Österreich Asinger vergleicht, sieht, dass das 1:1 die gleiche Show ist, weil die Lizenz vom Konzern Endemol, der das entwickelt und produziert hat. Aber immerhin sind das eigene Produktionen. Also, ja, aber man muss die Frage stellen, für was hat der ORF vor allem in der Technik noch so viele Leute, wenn er gar nichts mehr selber produziert? Weil dazu kommt ja noch ein Punkt. Es wird alles auch ausgelagert an externe Produktionsfirmen. Und da muss ich Ihnen wirklich ein skandalöses Beispiel nennen. Der ORF hat eine Beim ORF gibt es Moderatoren, die ihre eigene Sendung produzieren. Also zum Beispiel die Vera Rußwurm. Ja? Da gibt es die Talkshow Vera, das kommt in den besten Familien vor. Die Produktion wurde ausgelagert. Wer hat die Produktion über? Die Firma von der Frau Rußwurm, wo ihr Bruder Dr. Dr. Rußwurm Mehrheitseigentümer ist und ihr Ehemann Peter Hofbauer weitere 30% hält. Daher auch der Name Hofbauer, ja, auf den Ehemann gemünzt. Ja. Das heißt, die Frau Rußwurm kassiert offensichtlich doppelt. Einmal für die Moderation als Moderatorin vom ORF und einmal für die Produktion, die ihre Produktionsfirma liefert. Also das sind Dinge, die gibt es sonst wohl nirgends und die müssen abgestellt werden. Und das ist ja fast ein korruptives Nest, was dort offenbar existiert. Ja, das haben Sie auch schon angesprochen mit Nepotismus, ja, dass das dort eben stark verzweigt ist. Aber wo soll der ORF dann wirklich einsparen? Man wollte dieses ORF-Orchester da einsparen. Genau, etwas finde ich am falschen Platz, weil das sind immerhin Musiker, die etwas geleistet haben. Genau, dort wird ja eigentlich fast was gemacht. Also ja. dort wird was entwickelt eben. Und dort wird was hergestellt. Also ich bin irgendwie ein bisschen fassungslos, weil es ist ja ganz einfach oder einfach, aber es ist ein Sanierungsfall. Und wenn man heute in der Unternehmensberatung einen Sanierungsfall übernimmt,
dann geht es einmal darum, einen Status quo zu erheben. Das ist relativ einfach. Da gibt es ja hunderte Zahlen, die wir kennen und haben. Wir wissen, was die Leute verdienen. Wir wissen, wie wir heute schön gehört haben. Und ich denke mir, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte vielleicht zum ORF gehen sollen. Wir haben heute gehört, was der Pensionsrückgang Diskussion vermeidet hier. Ja. Ja, das ist wichtig. Aber weil Sie gesagt haben, der ORF hat ja seinen Sitz am Königlberg. Ja. Nicht? Ich sage, bald wird er seinen Sitz haben auf dem Schuldenberg, wenn es so weitergeht. Das heißt vielleicht nur kurz gesagt, um das nicht in die Länge zu ziehen. Status quo, und zwar ehrlich. Ehrlich, das ist eines der wesentlichsten Dinge, um etwas sanieren zu können. Ich muss wissen, was die Schulden sind, was die Leute bekommen, was die Pensionsrücklagen sind, was da sind. Zweitens, eine Struktur neben jetzt der gesetzlichen Geschichte, einen internen Prozess machen. Und da muss es klar sein. Ich meine, in jeder Privatfirma ist das verboten. Ich war 10 Jahre bei PricewaterhouseCoopers. Ich hätte nicht mir selber einen Auftrag in meine Firma geben. Ich habe sogar einen Nebenbeschäftigten. Frau macht das da, und die Frau Vera, Silvia Schneider macht das. Und das sind da Dinge, die muss man natürlich abstellen. Barbara Stöckl macht das. Also da sind wir das eine Reihe nicht aus, sondern Stars. Die Leute sollen ordentlich verdienen, da braucht man nicht reden. Das ist, sage ich, für jede Berufsgruppe, gefällt mir auch sehr, dass der Herr Betzner angesprochen hat, dass genau die Kleinen, die eigentlich die Arbeit machen und die Zache-Arbeit, wie man so schön wienerisch sagt, dass die eigentlich auf ganz miesen Verträgen sind und oft auch sehr angstvoll, nämlich die ganzen Wind bringen sollten. Richtig. Ja? Das heißt, ich glaube, dass man das, ich vermeide jetzt das Wort und sagst trotzdem den Sumpf ein bisschen durchforsten. Muss ich aber einmal was Schönes gesagt, auch wo die Ärztekammer sich nicht gefreut hat. Und ich sage das jetzt auch zum ORF. Ich meine, frage nicht die Frösche, wenn du den Sumpf austrocknen möchtest. Ich glaube einfach, man muss jetzt schlicht und ergreifend einmal hergehen und Tabula Rasa machen. Und dann erst können wir wissen, meines Erachtens, was wir an Geld brauchen dafür. Weil nur so geht's. Und ja, da bin ORF ich auch ist absolut ein Sanierungsfall, dafür. Nicht nur finanziell, richtig, sondern ja. auch in seiner Struktur, in seiner richtig. Aufstellung. Es gibt ja viele Dinge, die wissen die Leute gar nicht. Die Versorgungsposten, die da alle stattfinden und wo Leute versorgt werden für viel Geld, diese Leute haben im ORF einen eigenen Namen. Das sind die sogenannten weißen Elefanten, wie sie genannt werden. Also bei Corona war es der Babyelefant. Im ORF werden diese Leute weiße Elefanten genannt. Ich glaube, für die Zuseher mal spannend, das zu erfahren. Und eines ist mir noch wichtig, diese Frage an alle ORF-Zuseherinnen und Zuseher von hier aus zu stellen, ob Folgendes der ORF erfüllt, wie es in Paragraph 10 zu den Programmgrundsätzen und inhaltlichen Grundsätzen heißt, wozu der ORF verpflichtet ist. Eine umfassende Information soll zur freien, individuellen, öffentlichen Meinungsbildung beitragen. Die Information, vor allem die Politberichterstattung, hat umfassend, unabhängig, unparteilich und objektiv zu sein. Alle Nachrichten sind sorgfältig auf Wahrheit und Herkunft zu prüfen. Nachricht und Kommentar sind deutlich zu trennen. Die Vielfalt der im öffentlichen Leben Vertretungen, Meinungen müssen angemessen berücksichtigt werden. Jetzt frage ich Sie alle zu Hause, die Tipps schauen oder die Corona-Berichterstattung im ORF verfolgt haben, werden diese Grundsätze des ORF erfüllt, die ich hier aufgezählt habe. Kein einziger. Daher hier engmaschigere Linien und auch Konsequenzen in Form von gesetzliche mehr, Konsequenzen also, in Form von Strafen. Ja, ja, gesetzlich soll das also alles neu definiert werden, objektivere Berichterstattung. Das bringt uns vielleicht auch zu einem weiteren Aufregerthema, das ich hier noch gerne ansprechen würde, nämlich wir haben ja gehört, diese ORF-Moderatoren, die ein bisschen bevormundend wären mit dem Gendern, mit anderen politisch korrekten, sagen wir mal, Übererfüllungen. Und da gibt es jetzt einen neuen Aufreger, der Hit von Udo Jürgens, Aber bitte mit Sahne, den will der ZDF jetzt umtexten lassen, weil da das böse Wort Mohrenkopf vorkommt. Das ist ja jetzt nur ein Fall von vielen, Frau Gdolski. Was sagen Sie denn zu dieser Debatte?
Wir hatten ja jetzt ähnlich. Ich bin ein bisschen sprachlos und das auf die Gefahr hinauf, dass ich wieder polarisiere und dass es wieder jetzt böse Zusendungen gibt. Wir leben in einer Zeit, die wirklich nicht einfach ist. Wir stehen vor einer Klimakatastrophe. Wir haben in Österreich eine unglaubliche Inflation, die europaweit am höchsten ist, aber auch im Rest Europa eine deutlich erhöhte Inflation. Wir haben einen Krieg vor der Tür. Wir haben eine Situation, dass sich die Welt beginnt zu bewegen, dass es also Ströme, Wanderungsströme gibt, auf die wir nicht eingestellt sind, mit der wir nicht konfrontiert sind. Wir sind konfrontiert mit einer neuen Weltordnung. Wir sind konfrontiert mit der kleinsten Generation aller Zeiten im westlichen Bereich, die größte Generation aller Zeiten, nämlich die Babyboomer, die jetzt in Pension gehen und vielleicht 100 werden, eigentlich erhalten soll. Das heißt, wir haben viele, viele Probleme und ich gebe jetzt zu, dass das Problem einer überordentlichen Sprachsituation, ich bin schon sehr für ordentliche Sprache, aber da hört es jetzt bei mir auf, der Herr Betzen ist der Berufenere zu Udo Jürgens. Aber ich sage vielleicht noch, ich darf noch einen letzten Satz sagen. Das ist ein Liedtext von jemandem. Also wenn ich heute ein Lied schreibe und ich schreibe es so, das habe ich auch bei der Bundeshymne gesagt mit Paula von Preradovic, die das gedichtet hat, dann hat das so zu bleiben. Ja. Und nachdem man Udo Jürgens nicht mehr fragen kann, erst recht. Und ich halte das für eine wirklich ein bisschen überbordende Situation. Ja. Auch noch ein Schlusssatz ganz kurz. Na, Schlusssatz. Ich muss wir sind leider am Schluss schon. Ein Satz noch zu dem. Ganz am Schluss? Ja, leider. Ich habe gesagt, das kommt eine Werbepause. die haben wir leider durchgequatscht. Österreich schreibt ja, ich bin der größte Udo Jürgens-Fan des Landes. Ja. Danke für das Kompliment, aber ich kenne mich wirklich aus. Ja? Ja. Das Erste ist, ja, der ORF hat mit dem Argument, eine zeitgemäße Anpassung vorgenommen zu haben, das Wort Mohrenkopf durch Schokokuss ersetzt, auch wenn es noch so komisch ist, ja, und das damit begründet, dass das Lied sonst rassistisch sei. Jetzt muss man wissen, dass es Songrechte gibt, ja, die bei den Kindern von Udo Jürgens liegen, Jenny und Johnny, die beim ehemaligen Manager von Udo Jürgens, Freddy Burger, und beim zuständigen Musikverlag liegen. Mhm. Und die wurden alle nicht gefragt, ob diese Textänderung überhaupt gewollt wird. Ja. Ja. Damit sind wir schon am Ende. Ich muss leider in die Werbung gehen. Zwei ganz kurze Punkte, weil manche fragen, was Udo Jürgens gemacht hat. Ja. Erstens, er hat bei seinem letzten Konzert noch 2016 oder 2017 das Lied mit Aber bitte mit Sahne, mit Mohrenkopf gesungen und nicht anders. Und er hat auch auf der neuen CD des ersten posthumen Albums, das seine Kinder zusammengestellt haben, gibt es das Lied Spielziegern oben, wo eine Textzeile lautet: Spielziegern, spiel, sonst bist du nur ein Streuner, ein Dieb, ein Zigeuner, den man nirgendwo vermisst. Ja, da müssen wir gleich hergehen und ein Komplettverbot. Und damit machen wir jetzt gleich Ende, gehen in die Pause. Danke vielmals den interessanten Diskutanten. Dankeschön. Leider sind wir am Ende der Zeit. Wir könnten noch 2 Stunden diskutieren. Dankeschön. Danke fürs Zusehen. Guten Abend.